So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, nämlich der Episode 4 von Path of Exile, dem MMO, das Free-to-Play ist. Mein Name ist Kubana, das wisst ihr schon, und ich habe Hallo. irgendwie beim letzten Mal vergessen, Quests abzugeben, und das sollte ich vielleicht nachholen, Now that you've drained that passage. weil da gibt es nämlich immer wieder Belohnungen. Und manchmal gibt es auch Belohnungen, die sich lohnen. Dauer im Nahkampfangriff, zusätzliche, ja, ich würde sagen, den nehmen wir, wenn wir auch einen roten Platz hätten, haben wir aber nicht. Das ist ja blöd. Aber ich nehme ihn trotzdem. Farewell. Und lagere ihn erstmal in der Truhe ein, beziehungsweise eigentlich, ich habe ja noch Umfärbedinger, könnte ich mal gucken, ob wir nicht fupp, einen roten kriegen. Und wir kriegen einen roten und einen blauen. Also, das ist immer Zufall. Kann man tatsächlich nicht verhindern, dass da auch manchmal was passiert, was man vielleicht gar nicht möchte. Von daher mit Vorsicht genießen, vor allem wenn man schon zwei Slots vielleicht drin hat, die einem gefallen. Dann ist es mit Vorsicht zu genießen, tatsächlich den letzten Slot vielleicht zu riskieren. Wir gehen zurück in die Unterwasserpassage und dann sollten wir die auch mal erkunden. Ja, da sind wir also. Und da sind unsere Gegner. Die schießen die Viecher. Ich werde mich heute mal gleich dekadent verhalten und genau das machen, was man früher oder später bei Path of Exile einfach tut. Man lässt die weißen Sachen liegen. Ich weiß, es ist wirklich dekadent. Wow, das ist ja echt, da ist ja echt was los hier. Wow. Den habe ich zufälligerweise gleich mit aufgenommen. Ja. Ist jetzt zwar für den Charakter völlig unbrauchbar, aber ich würde doch sagen, dass mein anderer Charakter sich darüber freut, denn der ist zufälligerweise Schütze. Bogenschütze. Und das könnte gut sein, dass der sich darüber freut. Ist nix. Dann gehen wir mal weiter. Ich setze mal die Skills hier unten einen Q-Wert, ne? Weil sonst werden wir hier nicht fertig. Und dafür sind sie ja da. Puh. Ja. Und es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich, wirklich zu Diablo. Ihr habt es jetzt auch wieder gesehen. So, erstmal den Turm setzen. Der macht ja schon was weg. Und da haben wir den nächsten Level Up. Worüber wir uns sehr freuen. Ich würde sagen, wir machen ihn auch gleich.
Nun, ich bin in Richtung Schaden gegangen und ich würde sagen, wenn man mal diese Richtung eingeschlagen hat, sollte man sie auch weiter verfolgen. Den Helm nehmen wir mal mit und schauen nachher mal rein, was wir da so bekommen haben. Achso, man kann nicht herunterfallen. Für die, die es vielleicht sich schon lange fragen. Ein Bossgegner. Ja, der hat wenigstens mal ein bisschen was liegen lassen. So, dass es aus meiner Sicht mal Sinn macht, dass wir mal hier reinschauen. Also, den Kurzbogen, den hatten wir uns ja schon angeschaut. Die Plattenrüstung hat eine Rüstung von 30. Die hier hat nur 27. Ja, da wäre mal zumindest zu überlegen, reinzuschauen. Die hat sogar 35 und die hat hier einfach nur... Ich mach mal die Steinchen raus... Die hat einfach nur 27 Energieschild 8, die hat 35 Energieschild 13. Bringt ein bisschen was zu Intelligenz und Rüstung und zusätzlichem Energieschild. Aber die hat irgendwie nicht die richtigen Slots, ne? Ich verliere die zwei grünen Steinchen, aber ich hoffe, dass ich woanders noch einen Platz habe für was Grünes. Hier zum Beispiel. Und da oben. Da haben wir doch alles drin. Alles wunderbar. So, den Helm. Der Helm ist halt auch schon ein bisschen älter. Und ich würde sagen, wir gucken ihn uns mal an. Der ist auf jeden Fall besser als das, was wir hier haben. Das hätten wir uns das Steinchen sparen können. Das hätten wir gleich hier rein gemacht. Zack. Und dann haben wir den auch los. Ja, und den Rest werden wir wohl verkaufen. Außer dem Bogen, den werde ich mir in die Truhe legen, denn die Truhe teilen sich ja, wie schon festgestellt, alle Charaktere auf dem Account. Wenig Gegner hier. So, hier ist einer der Ausgänge. Das, ja, wir gehen mal gleich gucken, ob ich bin mir nicht sicher, ob da ein Wegepunkt ist. Dann würde ich den nämlich gleich einnehmen. Das spart uns dann nachher das Zurückgehen. Wegepunkte sind meistens entweder am Anfang oder am Ende einer Karte. Und ich schließe daraus, dass wir jetzt noch keinen Wegpunkt gesehen haben, dass da keiner kommt. Kannibalen, die wollen mich essen. Okay, dann gehen wir zurück in die Unterwasserpassage. Die machen wir natürlich zuerst fertig. So. Also die Instanzen, wie schon gesagt, die bleiben eine Weile leer, wenn man sie leergeräumt hat. So bis zu 15 Minuten, meistens geht es schneller, also die schwierigeren Instanzen sind tatsächlich schneller wieder voll gegenüber den einfacheren Instanzen, das ist wirklich so. So, dann kommen wir hier wieder raus. Einmal Slalom laufen und die Identifikationsschriftrolle nehmen wir natürlich mit, die sozusagen Gold sind. Ne? Also das ist immer, das sind die ganzen Steine, die gerade entwickelt werden. Die steigen ja auch im Level. Äh,
Das ist sozusagen das Gold, ne? Also mit dem man bezahlt. Aber das habt ihr, wenn ihr in meinem Path of Exile Videos schon geschaut habt, ja schon erfahren. Und da haben wir auch drei Upgrades, die wir natürlich sofort auch benutzen sollten. Ja, da sind Gegner, aber wir schauen uns trotzdem nochmal hier um. Es könnte ja eine Kiste da liegen. Ich hole mir mal ein bisschen Unterstützung. Glaube ich, versehentlich was eingepackt, was ich vielleicht gar nicht einpacken wollte. Das passiert immer wieder, aber die will ich jetzt nicht haben. Oh, ist das echt eine Riesenanlage hier? Da waren wir noch nicht. Also wenn jemand zufälligerweise das Spiel, irgendwelche Spiele rund um Cthulhu kennt, diese Wesen erinnern mich so ein bisschen an so kleine Cthulhus. So. Die sind auch alle aufgestiegen gerade, das ist sehr schön. Ist ja auch blöd, wenn man nicht trifft. So. Da haben wir die Ecke auch bald erkundet. Hier wieder zurückgehen und einmal hier um den Bogen herum, um dann hier weiterzugehen. Und ich würde sagen, da ist nichts, dann gehen wir gleich hier weiter. Und hier ist ein weiterer Ausgang. Dann schauen wir mal, ob da ein Wegepunkt in der Nähe ist. Wie schon gesagt, meistens sind die relativ am Anfang. Und in dem Fall ist es wieder nicht so. Ups. Vor lauter Quatschen.
So, wir gehen nochmal nach oben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon die gesamte Höhle hatte. Ich glaube, da hinten war noch eine Ecke, die ich noch nicht hatte. Das sollten wir natürlich zuerst fertig machen. Auf der Kleinkarte oben rechts werden ja auch Wegepunkte. Hier ist der Wegepunkt, um wieder in die Stadt zu kommen. Und Ausgänge angezeigt. Ne, wir waren durch. So, ich würde sagen, ich gehe mal schnell ins Städtchen und bring mein Zeug weg. Das können wir hier reinmachen. Da haben wir jetzt auch schon ein paar. What little help I can offer is yours. Und dann verkaufen wir mal halt den Bogen, wie schon gesagt, den hebe ich mir erstmal auf. Be well. Man weiß ja nie, für was man ihn gebrauchen kann. Ja, und dann würde ich sagen, zurück in die. Na. Unterwasserpassage. Ach, da war doch noch was. Okay, ja gut. Ja, da war auch noch was. Eieiei, das war aber jetzt nicht so der Rede wert, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die überschwemmten Tiefen an. Denn da waren wir gerade schon mal drin, haben die kleine erste Gruppe hier niedergemacht. Und ich denke, da, upsa, da werden wir noch ein paar mehr finden. So, hier ist dann zu Ende. Und dann gehen wir hier weiter. Die kleinen Cthulhiden Wesen. Und dann schauen wir uns mal an, was wir als nächstes finden. Noch mehr von denen. Oh, jetzt kommen aber noch ein paar dazu. Und ein Level Up. Bogen und eine Identifikationsschriftrolle und ein Level Up heißt. Hopsa, den geben wir auch gleich aus und machen nochmal 10% physischen Schaden dazu. So. Na, das schaut doch schon mal gut aus. So, ist er dran. Der ist abgehauen. Unfassbar, der ist wirklich abgehauen. Na. Jetzt kommen die im Einzelverbund. Das ist irgendwie blöd. Macht keinen Spaß. Faha. Alle. Das war eine Falle. Naja. Hat uns jetzt nicht umgebracht. Und dann gehen wir mal in diese Ecke weiter.
Ah, und da haben wir wieder ein paar Gegner. Ja. Zap, leider nichts Gescheites, aber ich würde sagen, wir machen erstmal da oben weiter. Da sind Gegner. Wow! Wow! Aua! Die machen aber ordentlich Schaden. Boah! Ach, da leben ja noch welche. Die machen wirklich ordentlich Schaden und lassen keinen Loot da. Was soll das? Ist ja unfassbar. Ihr seht, meine ersten beiden Flaschen sind schon gerade ziemlich runter. Der erste ist sogar leer. Ich hoffe, sie füllt sich nochmal. Dauert immer ein bisschen dann auch. Ja, sie füllt sich so langsam wieder und da kommt aber ein dickeres Vieh, nämlich ein Boss. Der hat ordentlich was liegen lassen, also zumindest ein bisschen was. Ein Schleifstein, das ist natürlich super. Schleifsteine sind wirklich super. Der Grund, warum die so super sind, ist, weil es die Qualität einer Waffe verbessert. So, eine gepanzerte Wow, 55 Rüstung. Da investieren wir doch gerne mal. Kann ich die schon tragen? Ich brauche Intelligenz. Ja, das passiert ja nie, dass ich das kriege, oder? Wobei, ich habe Intelligenz 23. Okay. Warum auch immer ich sie nicht tragen kann. So, hier waren... Ach doch, hier sind ein paar Fässer. Die sollten wir natürlich mitnehmen. Auch wenn es nur Fallen sind. Ist irgendwie immer... Ach, da war was drin. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Einmal hier runter. Warum füllt sich eigentlich mein Leben gerade nicht auf? Ah. Kann sich nicht von alleine auffüllen. Siehe hier oben. Gibt es die nächste Belohnung abzuholen, wenn wir dann wieder in die Stadt kommen. So, die Unterkühlung ist weg. Ja, ist wieder da. Wird ja von denen hier verursacht. Uns deckt auch, also das heißt, es kann dann auch tatsächlich länger dauern, wenn man mehr davon abkriegt. Es liegt ja wesentlich was unter den Steinen, aber halt auch nichts Vernünftiges. Nun ja. So ist es. Was wollen wir machen? Na? Es wollte gerade nicht weiterlaufen. Wow,
jetzt kommen wir wieder in den Spaßfaktor. Das schwebende Auge zuerst machen. Tja, was lassen sie liegen? Wollschuhe. Nix. Ach, furchtbar. Wenn sie wenigstens einen großen Hortschatz verstecken würden da hinten dran. Ja, so eine riesige Kiste, wo aller möglicher Zeug rausfliegt, aber nee, nix. Da ist ein Ausgang, war ich an dem schon? Oder ist das der Eingang? Ach, das ist der Eingang. Okay, dann sind wir wohl durch hier. Ja, das ist der Eingang, richtig. Hier war ich schon. Dann haben wir das erledigt. Dann würde ich sagen, gehe ich zurück in die Stadt. Muss aber noch einmal hier durch. Mal gucken, ob schon Gegner nachgespawnt sind. Zeitlich, nein. Könnte das ja schon fast hinkommen. Dann nehme ich jetzt aber noch mit, was geht. Wenn ich schon in die Stadt gehe, dann kann ich auch das billige Zeug verkaufen. So. Und der Wegpunkt ist hier hinten. Und da möchte ich auch hin. Und einmal back to Löwenauges Wacht. So, dann schauen wir nochmal nach, was wir hier gefunden haben. Bevor ich dann mit der Aufnahme hier auch abbreche. Aufhöre, nicht abbrechen. Aber wir verkaufen noch. Jo, das gibt doch ein bisschen ordentlich was zurück. Gehen wir noch an die Kiste. Und siehe da, na, haben wir noch eine Identifikationsrolle mehr. Der Stack müsste auch voll sein. Jawohl, ja, ist er. Haben wir auch eins mehr. Und das hier haben wir auch. Und dann sollten wir eigentlich noch eine Quest abgeben müssen. Jawohl, ja. You managed to kill a granddaddy. Das ist super. Buch der Fertigkeiten nehmen wir natürlich gerne. So. Ein Buch der Fertigkeiten. Mit Rechtsklick und einen passiven Fertigkeiten-Gedöns. Genau, da haben wir jetzt einen Punkt übrig. So. Jetzt werden wir hierbei ausweichen und maximales Leben oder erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Ich würde sagen, wir machen die beiden auf jeden Fall zuerst. Ein bisschen ausweichen schadet nicht. Und dann gucken wir mal, ob die hier ein großes Lebensfläschchen, was habe ich denn derzeit? Mittleres, ein großes und ein kleines. Ja, dann würde ich doch sagen, nehmen wir noch ein großes und verkaufen das kleine. Ach so, das geht ja so nicht. Jo, sollten wir das zweite große auch noch kaufen? Ja, komm, das machen wir. Und das mittlere weg. Das ist prima. Und dann verkaufen wir die anderen beiden. Be well. Und nehmen die Schnipsel hier wieder in die Truhe mit rein, die noch ziemlich leer ist, wie ihr seht. Und hier könnte ich mir dann tatsächlich erst ein neues Fach kaufen. Das kostet 30 von diesen Münzen. Keine Ahnung, was die Münzen wert sind. Weiß ich nicht. Punkte kaufen. 4,25 Euro. Also das heißt, das kostet dann doch schon fast, naja, 3 Euro. Aber das ist echt okay. Nach wie vor finde ich das echt okay. Also, wenn man das Spiel unterstützen möchte, hat man hier die Möglichkeit, zum Beispiel Truhenfächer zu kaufen und so weiter und so fort. Aber ihr seht,
die muss man auch erstmal voll machen, die Truhe. Da ist also echt Platz drin. Und so viel speichert man oder lagert man ja dann gar nicht. Ich meine, jetzt habe ich schon 3 verschiedene Waffen da drin. Und hätte ich noch ein paar Charaktere mehr, wird sich da wahrscheinlich noch was ansammeln. Aber nichtsdestotrotz, das war's für heute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch Path of Exile gefällt, ob ihr das selber spielt oder ob ihr sagt, boah, ist das langweilig, das will ich auf keinen Fall mehr sehen. Dann interessiert mich das natürlich auch, wenn ich da natürlich sehr viele Rückmeldungen kriege von wegen, interessiert uns nicht. Ist das ja auch eine Information, dann würde ich nämlich diese Season einstellen und spiele Path of Exile Plus noch privat ohne Kamera. Ja, nichtsdestotrotz, abonnieren nicht vergessen, denn dann bleibt ihr auf der Laufenden, falls euch nämlich Path of Exile interessiert. Denn dann erfahrt ihr natürlich, wann es die nächsten Folgen gibt und das ist natürlich dann auch nicht verkehrt. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.